Else Jerusalem, Martha Karlweis und Maria Lazar. Alle drei haben Anfang des 20. Jahrhunderts und in der Zwischenkriegszeit unabhängig voneinander zahlreiche erfolgreiche Texte und Romane publiziert. Bis zu ihrer jetzigen Wiederentdeckung waren sie jedoch weitgehend vergessen. Maria Lazar und Martha Karlweis sind übertreffen qualitativ einen Franz Werfel, einen Stefan Zweig, sind einem Josef Roth, einem Hermann Broch absolut oder einem Elias Canetti absolut ebenbürtig. Johann Sonnleitner war an der Wiederentdeckung von Martha Karlweis und Maria Lazar maßgeblich beteiligt. Er ist der Herausgeber ihrer Neuauflagen. Sie haben vergleichbare Biografien, jüdische Herkunft, ab 33, 38 Emigration, Exil, vertrieben, angefeindet, ihre Bücher sind verschwunden, verbrannt. Aber in den genannten Fällen, bei den Männern hat die Wiederentdeckung relativ gut funktioniert, bei den Frauen ist sie in der Regel ausgeblieben. Auch die Werke von Else Jerusalem blieben nach 1945 unbeachtet. Und das, obwohl ihr 1909 im renommierten S. Fischer Verlag publiziertes Buch Der heilige Skarabäus so hohe Wellen geschlagen hatte, dass es alleine im Erscheinungsjahr 20 Neuauflagen erlebt hat. 1928 verfilmt Richard Oswald den längst zum Skandal avancierten Roman als Stummfilm. Die literarische Vorlage ist eine pointierte Sozialstudie, die ein Bordell zum Schauplatz der Handlung macht. In der Zeit der Publikation des Romans 1909 war das der absolute Skandal in Wien. Else Jerusalems Anliegen ist es, hinter die Kulissen der bürgerlichen Gesellschaft zu schauen, die bürgerliche Scheinmoral aufzudecken und, wie sie auch selber sagt und in Zeitungsartikeln geschrieben hat, sie möchte zeigen, dass die Grenzlinien zwischen Moral und Nichtmoral, zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Rotlichtmilieu fließend sind. Dass Else Jerusalems Werk wieder aufgetaucht ist, ist vor allem Brigitte Spreitzer und ihrer Habilitationsforschung zu verdanken. Sie gibt 2016 im Verlag Das vergessene Buch den Roman Der heilige Skarabäus neu heraus, versehen mit einem umfassenden Nachwort. Was mich wirklich überrascht und entgeistert hat, dass der Mädchenhandel, der sogenannte Mädchenhandel, also Menschenhandel, Handel mit halbwüchsigen Mädchen, mit Frauen, in der Monarchie gang und gäbe war, blühte. Das hat Else Jerusalem in ihrem Roman auch schonungslos angeprangert. Teils aufgrund des Skandals, teils aus privaten Gründen emigriert Else Jerusalem 1911 nach Buenos Aires. Des Umfelds ihrer Muttersprache beraubt, veröffentlicht sie kaum noch. Sie stirbt 1943. Über Else Jerusalems Biografie ist auch deshalb heute wieder vieles bekannt, weil Brigitte Spreitzer Kontakt zu Else Jerusalems Enkelin herstellen konnte und dadurch Zugang zum Nachlass bekam. Bei anderen Autorinnen, die im Verlag Das vergessene Buch erschienen sind, verläuft die Suche nach Spuren schon schwieriger. Maria Lazar zum Beispiel, die erste Autorin, die ich verlegt habe, zuerst die Vergiftung und dann die Eingeborenen von Maria Blut. Da gab es nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Ähnlich bei Martha Karlweis und Else Jerusalem. Also wenn man Maria Lazar, Martha Karlweis und Else Jerusalem versucht hat zu googeln, noch vor 2-3 Jahren, hat man nichts finden können. Mittlerweile hat Albert Eibel in seiner Reihe Das vergessene Buch bereits 6 Romane der Autorinnen neu veröffentlicht. Seinen Verlag gründete er mit 24 Jahren, im eigenen Wohnzimmer, inspiriert durch eine Vorlesung seines Professors Johann Sonnleitner. Es wurde auch kurz die Vergiftung damals besprochen. Das ist der erste Roman von Maria Lazar, der 1920 in einem sehr kleinen Wiener Verlag erschienen ist. Eine junge, rebellische Frau schreibt hier einen Roman gegen ihre eigene Familie sozusagen. Und das in einer Sprache, die die komplette Welt versucht einzusargen, einzusaugen in ein gewisses Lamento hinein. Das finde ich aus germanistischer Sicht höchst spannend, weil Maria Lazars Vergiftung ist sozusagen der einzige Roman des Expressionismus innerhalb von Österreich. Maria Lazar schreibt die Vergiftung mit gerade einmal 20 Jahren. Ein gewisser Thomas Mann tut das Buch ab.
penetranter Weibsgeruch. Robert Musil und etliche andere dagegen loben die literarische Newcomerin. Als Absolventin der liberalen Schule Eugenie Schwarzwalds ist Lazar keine Unbekannte in Wiener Salons und mit Künstlern wie Adolf Loos gut bekannt. Sie fördert Elias Canetti und Hermann Broch. Oskar Kokoschka porträtiert sie. Aber fast all diese Männer werden Maria Lazar später in ihren Biografien verschweigen. Ab den 30er Jahren publiziert sie aufgrund des wachsenden Antisemitismus nur noch unter dem Pseudonym Esther Grenen. Ihre Spuren verwischen sich bald. Offensichtlich wusste man nach 1945 nichts mehr mit dem Namen Maria Lazar anzufangen und auch nicht mit Esther Grenen. Wer würde unter diesem Namen eine österreichische oder deutschsprachige Autorin vermuten? So könnte man das begründen und natürlich auch ist das dem Umstand geschuldet, dass sie 1948 aufgrund einer unheilbaren schweren Krankheit sich das Leben genommen hat im Exil. Zu Lebzeiten wohl die erfolgreichste der drei Autorinnen war Martha Karlweis. Auch sie veröffentlicht im S. Fischer Verlag. Umso rätselhafter erscheint, dass auch ihr Werk in Vergessenheit geraten ist. Man kann davon ausgehen, dass das damals literarisch interessierte Publikum und auch die akademische Germanistik, die universitäre Germanistik sehr gut gewusst hat, wer die Martha Karlweis ist. Was ihr vielleicht geschadet hat, war, dass sie eben die Frau eines noch berühmteren Mannes war, nämlich von Jakob Wassermann. 1929 gelingt Martha Karlweis der Durchbruch mit dem Roman Ein österreichischer Don Juan über die zerbrechende Habsburger Monarchie. In ihrem satirischen Generationenroman Schwindel steht dagegen der Zerfall einer Familie sowie ein Wiener Zinshaus im Mittelpunkt, wie es im Buch heißt. Ein Proletarierhaus, dort, wo der elegante Rennweg die Freude an sich selbst verliert und sich aufgibt in einem Arme-Leute-Quartier. Damalige Kritiker sind entzückt und vergleichen Martha Karlweis' Stil mit jenem Virginia Woolfs. Doch auch bei ihr verursacht der erzwungene Gang ins Exil einen literarischen Bruch. Sie stirbt 1965. Ihre Bücher sind so wie jene anderer jüdischer Autorinnen in Bibliotheken nur spärlich zu finden. Der Umgang der österreichischen Nachkriegsgermanistik mit dieser Autorinnenriege, die ins Exil getrieben worden ist, vertrieben worden ist, ist wirklich beschämend, weil man davon ausgehen muss, dass die damaligen akademischen Lehrer sehr gut über diese Autorinnen Bescheid gewusst haben. Es ist davon auszugehen, dass eben das damalige akademische Personal zum Teil eben auch antisemitisch eingestellt war. Die längst überfällige Rehabilitierung weiterer Autorinnen, darunter Else Feldmann oder Mela Hartwig, ist in den vergangenen Jahren vorangetrieben worden. Die manch anderer mag noch ausstehen.